Ja, hey, willkommen, mein Name ist Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir die ersten drei Level angestürmt, und zwar Insanity Beach, Jungle Rollers und, ja doch, The Great Gate. Und jetzt sind wir bei Boulders. Also, wollte schon sagen, Jungle Boulders, Rollers, okay. Ja, was mir schon mal nicht so gefallen hat, ist, dass der Sound in der letzten Folge, also der ersten Folge, nicht so laut war. Oh Gott, das ist so ein Level. Da trägt mich schon wieder ein bisschen auf. Also ja, ich hoffe, der Sound ist jetzt ein bisschen lauter und das ist jetzt eine Verfolgungslevel, ne? Da wird toll. Oh Mann, wer hat den denn da abgestellt, Mann? Geh weg. So, hier kriegst du mich aber nicht. Boah. Na. Ja, geh weg. Schau bloß nicht nach hinten, Crash. Schau bloß nicht nach hinten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Au. So, jetzt kann ich mir schon mal wieder das Bonus hier, den Bonus hier abschminken. Ja, geht mir auch so gut. Sehr gut. Weil man muss ja wieder um die Bonus freizuschalten, kein einziges Mal verrecken. Und jetzt kriege ich ja kein Leben mehr geschenkt. Boah. Also ja, habe ich schon wieder vergessen. Und genau deswegen mache ich nicht 100%, weil ich das nicht schaffe, weil ich zu schlecht bin. Ja. Ja. Ich hoffe, wir sind alle damit einverstanden. Oder vielleicht muss man ja auch nicht ein Leben. Ich glaube aber schon, ne? Sonst kommt hier nicht dieser Bildschirm. Ja, großartig, aber du hast ein, zwei hier verfehlt, du Noob. Kommt ja, glaube ich, sonst nicht. Aus dem Weg, ey. Aus dem Weg, Mann. Das ist ja wie in diesem einen Film hier. Wo auch so ein Typ ist mit so einem Stein, der ihn hinterher rollt, da schon am Ende. Oh, sehr gut. Und weiter. Bams. Perfekt. Okay, sehr schön. Anscheinend habe ich doch mal was geschafft. Ach, weil es keinen Checkpoint dazwischen gab, ne? Nehme ich an. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Ich bin da verreckt und dann war ich wieder am Anfang der Level. Also man muss von Anfang an der Level schaffen. Also man könnte ja auch theoretisch, wenn man... Oh, sehr schön. Wenn man keinen einzigen Checkpoint einsammelt, könnte man die ganze Zeit versuchen, das zu schaffen, ne? So wie ich das jetzt mitbekommen habe. So. Hier ist Wasser und wir können nicht schwimmen. Wir sind ein Jump'n'Run-Charakter. Die sind nicht so gut im Schwimmen. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen, also irgendwelche anderen Nagetiere oder so. Was hat Nagetier? Ist das ein Säugetier? Weiß ich nicht. Ihr wisst, von wem ich rede. Nein? Okay. So. Ja, komm. Vor allem schon, wenn wir am zweiten und dritten Teil angekommen sind, weil die beherrsche ich, glaube ich, ein bisschen besser. Und mal gucken, was danach noch folgt. Ich würde so gerne wieder Crash of Insanity spielen. Also für die PS2. Aber das habe ich auch nicht mehr, Mann. Ah. Also ja. Das wäre auch ein richtig geiles Spiel, was ich Let's Playen würde. Aber erstmal machen wir die Hauptteile hier. Das ist aber mehr als genug, ne? Wer weiß, ob das überhaupt ankommt, vielleicht. Was zum Teufel war das denn? Ich bin irgendwie nochmal gesprungen. Okay, geil. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich voll aus dem Konzept gemacht. Ja, spielen wir erstmal die drei Teile hier, die normalen. Ich weiß, ob das überhaupt gut ankommt. Na, sagen irgendwelche, boah, nein, ist das schlecht. Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Wir sterben oder irgendwie sowas. Also, pff. Machen wir erstmal hier. Und da ist bestimmt irgendwie eine Bonus-Level oder so. Die sehen aus wie so Edelsteine aus dem dritten Teil, wo man drauf springen konnte.
Also nehme ich mal an, das tut irgendwie ein Bonus-Level freischalten, aber wir machen erstmal die Bonus-Runde. Begrüßen wieder unsere Olle hier. Wie auch immer sie nochmal, ich glaube Trixie oder irgendwie sowas. Weiß nicht. Leg's nicht drauf an, Mann. So, 12% komplett. Boah. Verstehe ich irgendwie nicht. Der wird doch von, also die wird doch von Cortex irgendwie, also dem Wissenschaftler vom Anfang an hier, festgehalten. Um ihn irgendwie wieder dahin zu locken. Ne? Aber da war sie jetzt irgendwie nicht so gefangen, hatte ich so das Gefühl. Die war irgendwie, ja, frei. Also, ist sie jetzt gefangen oder nicht? Ist das nur eine Illusion? Ist sie überhaupt nicht da in Wirklichkeit? Hat Crash irgendwelche Hallos? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich sehr verwirrt bin. Diese Welt hier ist ein bisschen zu logisch, habe ich so das Gefühl. So, Papu Papu, ja. Das ist unser erster Boss. Hoho. Und den machen wir jetzt platt. Na? Oh, da pinnt er. Wir haben zwei Versuche, sehr gut. So, warum drehst du dich nochmal? Darum! Sehr gut. Ich muss mich wieder sehr gut anstellen. So, ich bin jetzt auf dem Thron. Ich kann ja gar nicht getroffen werden. Ma. Langsam habe ich so das Gefühl, das ist nicht so mein Spiel. Und zack. Bams. Das ging schneller als gedacht. Oh Mann. Warum gibt er Geräusche von sich? Er soll damit aufhören. Die Rolling Stones. Trademark. Keine Ahnung. Ja, der müsste so ein TM irgendwie sein. Im besten so Trademark. So, du bringst mich jetzt um, ne? Nein, aber fast. Fast. Der Crash, der ist stärker. Ich meine, führende Hand. Wird das schon alles gut. Und noch ein Tussi-Symbol. Sehr gut. Web. Das war episch. Das nicht. Nein, das auch nicht. Falsches Spiel. Ich dachte erst, das Ding wurde geköpft von diesem Ding hier. Also die Schildkröte wurde von dem Ding hier geköpft. Also das Ding ist in das Ding und ja. Oh! Okay. Die Pflanze volle Möhre da in die Dingens reingeballert. Okay, das wird so riskant. Boah! Hab ich alles erwischt? Ja, bestimmt. So, zack. Ich könnte ja auch durch jede Level durchrennen, ohne so ein Checkpoint einzusammeln. Da sollte ich vielleicht nicht stehen. Weil dann kann ich die Bonus-Sachen alle hier einsammeln, glaube ich. Oh, Tussi-Symbol. Hilfe. Immer irgendwie Angst, dass die irgendwie runtergehen, die Dinger. Aber tun sie nicht, ne? Oder? Ach Mann. Ja, super. Ja, die gehen runter. Geh aus dem Weg. Boah, tut sie Symbol, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Ich bin gerade unbesiegbar, Mann. Oh Mann. Aber ich komme noch so weit, ey. Boah, neben. Ja, das wird, glaube ich, wieder schwieriger hier. Lass mich mal. Ey, was ist das denn, ey? Oh Mann, jetzt verreck ich schon im Bonusspiel. Aber haben bestimmt noch zwei, drei Leben am Ende. Leck mich. Komm ich da jetzt überhaupt noch mal hin? Ich glaube nicht. Da unten sah es ganz schön unschön aus.
Ja, da habe ich jetzt aus dem Konzept gebracht. Verdammter Dreck. Hört auf damit, Mann. Das ist gar nicht so leicht mit Steuerkreuz. Das ist überhaupt nicht leicht mit Steuerkreuz. Au. Oh, Hilfe. Ja, so ganz fehlfrei wird das Let's Play wahrscheinlich nicht. Ich gehe da viel zu früh immer drauf. Also ja. Hab da wieder jemanden gefunden, auf den ihr so mit dem Finger zeigen könnt. Boah, ist der schlecht! Und hey, so ein Brio-Ding. Was ist das denn? Ja, der Typ heißt Embryo. Warte mal, kann ich jetzt zum Bonus-Level da gehen oder was? Vielleicht. War ja irgendwo so ein Edelstein. Kann ich da jetzt irgendwo rauf oder was? Hilfe. Ja. Nee. Hat sich gar nichts gerührt. Ich habe das Ding aber immer noch. Was soll das denn, Mann? Man kann es sein, dass ich mich noch ein bisschen bewege. Ja. Ich bewege mich noch ein bisschen, wenn ich mich drehe. Ich sollte aufhören damit. So, ich war schon am Ziel, aber dann. Aber dann habe ich mir gedacht, ne, gehst mal zurück, da wird es bestimmt bringen, ey. So, machen wir mal Speedrun. Boah, da keine Ahnung, wofür das Ding ist, aber ich hab's. Das ist auch gut, oder? Ja, okay. Finde ich gut, hat wäre so, dass wir so uns einig sind. So, Hogwild. Okay, Hogwild eben. Ach, ist das so ein Level vielleicht? Mit so ein Schwein? Oh, joink, 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 joink. Ha, if you know what I mean. So, okay, das wird jetzt ein bisschen hektischer. Ich stelle mir auch ein bisschen einfacher vor. Ich bin da hoch genug gesprungen, Mann. Meine Güte, was hier noch so für Klima herrscht, ey. Warum reitet Crash auf Schweinen, ey? Später steigt er noch auf den Polarbär. Das habe ich verfehlt. Und jetzt kann ich mir eben bloß Dingens wieder abschreiben. Aus dem Weg. Ja, habe ich aber gesagt. Das wird nichts. Ja, muss ja nicht immer alles auf 100% sein. Sagt er und hat von drei verschiedenen Projekten schon 170 Parts hochgeladen. Rollenspielmäßig. Also ich bin kein Perfektionist. Wupp. Wer grillt denn da draußen seine Dinger, ey? Oder was soll das darstellen? Sieht immer jemand aus, als würde jemand am Spieß so versuchen. Nein, da geht's. Da hängt es bei dem einen Typen hier noch, ey. Ma. Ja. Ja, ich werde ja ein bisschen frustrer, mal so cool. Ich dachte, ich würde so durchbüßen. Es gibt also ungefähr 32 Level, ne? Wenn man hier nach den Dingens geht, hier. Nach den Bonusmissionen steht ja immer so, ja, noch. Au, oh, ey, wie? Der lebt noch, der tut doch nur simulieren, Mann. Geht mir aus dem Weg, Mann. Ich habe vor, dieses Schwein noch zu essen, wenn ich hier durchgeritten bin, ey. Schwein. Und hüpp. So, wo bin ich nochmal festgegangen? Bei dir, ne? Boah, das war knapp. Da habe ich mich jetzt irgendwie da festhängen sehen, aber... Nein, ich habe schon wieder den falschen... Joink, 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 joink. Oh, ich renne einfach auf irgendein wildfremdes Schwein rum. Oh, ich hab sie doch auch nicht mehr alle. Also Crash. Das würde er ja nie sagen, weil irgendwie sprechen ist nicht so seine große Stärke. Was? Noch?
Weil da habe ich gesagt, das ist eine einfache Level vielleicht. Habe ich gedacht, mal sehen. Hätte schön mit einem Leben rausgehen können, aber jetzt wurden mir schon zwei, drei Leben hier abgezogen. So, jetzt aber. Ich bin allzeit bereit, ich hab's drauf. Ist aber auch eng, diese verdammte Kurve. Jetzt gehe ich rechts lang. Ha, was machst du jetzt? Boah. Er tanzt noch weiter. Was macht der überhaupt da, ey?